Das sind einige. What the? Okay, wir brauchen eine andere Waffe. Kurz einmal nachladen, Sekunde. Das System verhindert, dass die Probe diesen Raum verlässt. Ich brauche mehr Zeit. Mach weiter so. Was? Aber wie weiter? Ich habe nur noch 884 Kugeln. Ich muss einmal nachladen, Sekunde, bitte, Leute, Leute. Ich weiß, ihr mögt meinen Arsch und so. Nein, das ist kaputt gegangen. Ach so, stimmt, ich verbrenne ja, wenn. Ich habe die halbe Anlage hinter mir. Wenn wir durch die Rampen wollen, müssen wir das Entwässerungssystem erreichen. Ja, ist das so? Schön, dass sie dich nicht angreifen, sondern mich. Ich muss erstmal heilen. Sekunde, wo ist mein Heildünst da? Ich habe halt so gut wie keine Muni mehr, ne? Ich muss erstmal gucken, dass ich mir irgendwie Muni besorgen kann. Das letzte Torventil. Gib's ihnen, Anwärter. Gib's ihm, ich gib's ihnen hart, ja. Was willst du eigentlich von mir? Noch härter kann ich sie nicht geben. Ich muss nachladen. Ich bin Level up. Nice. Geschafft. Oh Gott. Die Chemikalie verteilt sich jetzt im gesamten Wassersystem. Ist das so? Darunter danke. Eine Jaucheleitung, um ungewollte Chemikalien zu entsorgen. Das nehme ich mit. Nun, gut für uns, dass das Unternehmen es mit dem Umweltschutz nicht so genau nahm. Jetzt sollten wir durch die Ranken stoßen können. Ich würde das Wasser an deiner Stelle aber nicht trinken. Nicht mein Ziel. Ich muss nur ein bisschen was einsammeln. Grubby, wie läuft League? Wie läuft League bei dir? Bei mir eher so Banane. Aber naja. Guck mal, das und das immer noch mit. Wir haben 7223 Kronkorken. Das schmeckt. Noch nicht am Spielen. Uiuiui. Ui, ui. Ich will nachher auch noch mal reinschnuppern, aber ich habe schon Angst, alleine reinzugehen. Ich möchte nachher auch noch ein bisschen spielen, aber wie gesagt, Angst reinzugehen. Ja, Angst. Zahnbürste, Silber. Okay, kann ich jetzt hier durch? Ich wurde angelogen. Warte mal. Zerstöre die Würgepflanzen in der Pumpenraum. Was? Versperren. Ach, die den Pumpenraum versperren. Ich bin ein Idiot. Warte mal. Welche Ranken im Pumpenraum und wo? Und wie? Das hier, nee, das ist ja die Labor hier hinten, ne? Geht's ja nicht noch? Nee, da geht's ja gar nicht nach oben. Okay, never mind. Habe ich mich wieder verguckt. Ach, warte mal, das sind doch. Da muss ich doch hier. Ah ja, guck mal einer an. Da muss ich hin. Wo ist. Ach, da ist Aries. Und jetzt kann ich hier. Ich habe einen Fusionskern geklaut. Ich habe. Kann ich jetzt gleich mein Dings anziehen? Warte mal. Kleidung, Rüstung. Guck mal, da. Ja, jetzt komme ich rein. Nice. Hatte ich doch keine mehr. Habe ich alle weggepackt? Oh, verdammt. Egal, jetzt haben wir wieder eine fette, fette Rüstung an. Meckt. So. Ne, wie gesagt, ich will nachher auch nochmal in die reingucken. Habe aber schon Angst. Ja. Okay, wie komme ich jetzt hier durch? Ah. Okay, so komme ich durch. Kunde, bitte. So, Entschuldigung, da bin ich wieder. Nice, okay, dann hätten wir uns auch jetzt auch da hinten durchschlagen können, oder wie? Wow, das hätte ich eher wissen müssen. Ich wusste nicht, dass wir uns hier durchschlagen können. Wow. Easy. Wir haben ein bisschen was befreit hier. So, dann würde ich sagen, wir können ja mal zur Pumpstation gehen und gucken mal, dass wir die weiteren Pflanzen, Würgepflanzen dort zerstören können. Da unten geht's halt. Ach, ich muss eh runter, so wie es aussieht. Natürlich ist der Computer hier kaputt. Na dann. Wollen wir. Was? Yes!
Habe ich. Für mich nicht wie ein wilder Ghoul. Ist das so? Wir sollten hier drin. Wow, okay, wir sollten hier drin wirklich aufpassen, was hier drin passiert, nachdem wir schon den ein oder anderen Ghoul getötet haben. Ich verstehe, ja. Ich verstehe. Alter, ich fühle mich gerade wie im Dschungel, ohne Witz, wie bei Tomb Raider, wo man die ganzen Ranken wegschlagen müssen. Warum ist das Areal so riesig? Warum ist das Areal so riesig? So, wir sollten hier ran. Überprüfen bitte. Ja, alles richtig, alles gut. Überprüfung, bla bla bla. Zerstöre die feindlichen Roboter. Das ist beunruhigend. Vorsicht. Welche Roboter soll ich wie zerstören? Wir machen erstmal ein bisschen Platz hier. Erstmal kommen die ganzen Würgepflanzen weg. Zerstöre den feindlichen Roboter. Wo denn? Wo soll der sein? Ich weiß es nicht. Noxy, hast du jetzt eigentlich nochmal auf Kurt geschrieben? Nein. Wird auch, wenn man eine 7 anzeigt. Oh. Oh no. Was bist du denn? Junge. Das ist Pandora. Nein, nicht weglesern. Ich will keinen zweiten Arschloch haben. Nicht weglesern. Lass mich doch laufen. Steht die neben mir. Alter, ich mache ja gar keinen Schaden. Wait. Wie lange wollen wir jetzt hier draufhauen? Ich habe eine ziemlich gute Rüstung an, du. Wir können das gerne eine Stunde machen, bis du tot bist. Ich habe damit kein Problem. Kleiner, was? Schiebquatsch, Hochstapler. Ah, ich glaube, du gewinnst das über die Zeit, ne? Geh weg, ich mag dich nicht. Okay, können wir den irgendwie besser und einfacher zerstören? Ich ignoriere den jetzt einfach, ist mir egal. Können wir die Tür vielleicht zumachen? Was ist denn das hier? Mann, du kleiner. Oh Gott, Hilfe. Ich meine. Habe ich noch irgendwas? Habe ich eine bessere Waffe oder so, dass ich den Messer zerstören kann? Irgendwie, der ist ja ultra tanky. Wait. Waffen. Nö, ne? Habe ich nicht. Ich habe bloß die, die ist schon equipped. Neue Rüstung. Oh, hallo. Warte mal. Vielleicht hilft uns der Arius. Vielleicht will der ja mitschießen. Paladin hat ja gar keinen Bock, mir zu helfen. Kommst du mit? Cool. Vielleicht hilft mir ja Arius. Ey, yo, du da. Magst du mir vielleicht helfen? Magst du mir helfen, den zu töten? Wäre ganz cool von dir, du. What the? Was ist denn? Alter. Okay, keine Ahnung, was sie getrunken hat, aber. Also, ich kann leider gerade nur mal aktuell meine ganze Munition draufballern und dann bin ich alle. Aber mehr weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Ich würde die Munition schon gerne noch behalten. Ja, lauf einfach durch. Paladin hilft mir nicht. Ist okay. Das Ding ist ja schon halb tot, ne? Das Ding ist ja schon halb tot, aber hilft mir nicht. Warum auch? Alter, ich mache ja gar keinen Schaden. Also mit dem Laserschwert mache ich ja gar keinen Schaden. Natürlich. Okay, es bringt nichts. Ich muss so drauf schießen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich überhaupt
Schaden mache. Also, es ist halt wirklich die einzige Möglichkeit, wie ich gerade aktuell Schaden austeilen kann. Wenn mich das Ding nicht permanent stunnen würde. Nalelu. Ha. Haha, outplayed. Easy. Ich habe nur noch 646 Schuss, ne? Und ich weiß gar nicht, wo ich die Munition herbekomme. Das ist ein bisschen eklig. Ja, du bist nervig, das wissen wir. Haha. Guck mal, du bist so gut wie tot. So, ihr krassen Leute, ich muss mich mal langsam ins Bett. Um 3 klingelt die Bude. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht, Noxy. Einen wunderschönen Arbeitstag morgen. Und vielleicht hört man sich ja dann irgendwann demnächst wieder. Nachdem ich die kleine Schieb-Schieb hier getötet habe. Ey, danke dir. Ja, du, gar kein Problem. Vielleicht hört man sich ja, wie gesagt, die Tage wieder. Spätestens ja. Alter, das Ding bewegt sich so häufig. Es ist so nervig. Was das für Laser? Weiß ich nicht. Der will mir ein. Oh mein Gott. Halt einfach die Klappe, Paladin. Helf mir doch einfach. Es ist tot und wir sollten die Abriegelung aufheben können. Gehen wir zurück zum Terminal. Oh mein Gottness. Weiß ich nicht. Das wollte ich mir ein zweites Arschloch verpassen anscheinend. Habe ich über 500 Munition in die reingeschossen, damit, damit ich das Vieh töten kann. Oh, boy, war das schon wieder nervig. Darf ich integrieren? Dankeschön. Okay. Hebe die Abriegelung auf. Achso, wir müssen nochmal schnell zurück. Okay, wir müssen da unten das Ding machen. Das war jetzt schon ein wenig nervig, wenn ich ehrlich sein soll. Naja, es ist tot, ich bin happy, wir haben super viel Munition verschossen. Waffe ist auch zum Glück nicht so gut wie kaputt oder so. Nein, gar nicht, alles okay, du. Aber hey, ich bin nicht, wir haben's. Wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie, das ist goody. So, jetzt aber nochmal überprüfen, bitte. Danke. Gehen wir zurück zu Ares, wenn er was mit all dem hier zu tun hat. Ich habe das Gefühl, wir müssen gleich noch gegen jemanden kämpfen. Ist meine Vermutung. I guess. Wir müssen noch gegen jemanden kämpfen. Ich nehme an, dass er uns hochkantig irgendwie veräppeln möchte. Oh nein. Wo kommt ihr denn jetzt her, Todeskrallen? Guck mal, wir machen. Paladin! Wir machen die Tür einfach zu. Wir haben nichts gesehen. Bleiben hier. Für immer. Wir gehen ja nicht mehr weg. Nein, wir bleiben hier. Die sind genauso ekelhaft wie dieses Robotervieh. Noch einer. Vor allem Paladin hilft mir ja nicht mal, ne? Weiß nicht. Die guckt von hinten dumm zu. Macht mich ein bisschen sauer. Dann kann ich auch alleine hier hingehen und gucken, was ich hier machen kann. Dann hätte ich auch alleine hierher kommen können, weißt du? Nein. Noch mehr? Vielleicht? Aber wo kommen die denn jetzt her? Ich war doch gerade... Mann. Es hilft auch keiner. Die hinter mir, Paladin, läuft nur dumm hinterher. Ares steht nur hier vorne. Es interessiert ihm auch nicht, weißt du? Ich verballere hier meine wertvolle Munition. Naja. Dein Boss sieht aus, als würde sie mich gleich mit diesen Ranken erwürgen. Ich auch. Nicht nur sie, ich auch. Wilde Ghule, wirkende Ranken und ein irrer Schafroboter. Du hast die Mirkrule vergessen. Mit diesem Ort. Und deinen Mätzchen, Ares. Keine Ahnung, ob das eine Falle ist oder eine raffinierte Vertuschung, aber wir müssen durch diese Tür. Ja, genau. Sofort. Wow, Falle? Woher kommt das? Warte mal, hast du Schaden?
Strafroboter gesagt? Also das, was Mäh macht? Oder ein Killerroboter? Ares, die Tür! Sofort! Bitte! Okay, einen kleinen Moment noch. Herrje. Fast geschafft. Wir nähern uns der Wahrheit. Ich spüre es. Okay, mal sehen, was da hinten. Ich bin auch gespannt. Einverstanden. Yes. Also, mal sehen. Mhm. Anmeldung fertig. Neue Anstellungsbedingungen. Ja, ja. Unterstützungsanmeldung abgelaufen. Okay. Ja, ja, genau. Was? Achso. Oh, finally. Fertig. Traust du mir jetzt? Nein. Ich gehe sogar voran, dann kannst du mir in den Rücken schießen, falls du deine Meinung änderst. Okay, finde ich gut. Danke, dass du die Tür geöffnet hast. Aber wenn wir etwas finden, das dich damit in Verbindung bringt, wirst du dafür gerade stehen müssen. Oh mein Goodness. Die Liste der fragwürdigen Dinge, für die ich mich verantworten muss. Ach, das ist der Bahnhof hier, ne? Stimmt. Hey, yo, Aufseher, Willi, danke für dein Raid. Schön, dass du da bist. Wie war dein Stream? Wie war Fallout? Und danke für die 20. So, gucken wir auch direkt mal weiter. Danke für den Raid. Was habt ihr Schönes gemacht in Fallout? Ich nehme an, dass ihr von da kommt. Was haben wir denn hier? Karawane, Ladungsverzeichnis, Arbeiter beschädigt. Aha, Aries. Oh, Wache Aries? Also er war schon mal hier. Okay. Er war also schon mal hier und wir haben ja wieder weitere Freunde. Natürlich. Warum auch? Warum auch bist du nicht tot? Jetzt bist du aber tot. Warum? Du bist wahrscheinlich nicht der Einzige, der hier ist, ne? Nein. Die Tür können wir... Das ist bestimmt von der anderen Seite, wo wir gerade den Roboter besiegt haben, der so gottlos nervig war. Naja. Achso. Den Zettel sollten wir mitnehmen. Jedenfalls hat er... Oder er war schon mal hier. Da hinten haben wir noch was. Hier haben wir noch eine Tür. Wo geht's hier hin? Ja, wir sind weit gekommen. Dankeschön dafür. Hier haben wir noch einen Zettel. Was haben wir hier? Kasis Tagebuch, Tag 1, Aufbruch. Der Beginn einer neuen Reise. Foundation, so, roll den roten Teppich für Cassie aus. Ich werde nämlich die Landwirtschaft in Appalachia auf den Kopf stellen. Ich habe beschlossen, dieses kleine Tagebuch zu führen, um die ganzen tollen Dinge festzuhalten, die ich unterwegs sehe. Wünscht mir Glück. Tag 5, Elend. Gehen. Das ist alles, was wir machen. Wir gehen. Niedergebranntes Gebäude, yep. Ein Wald voller schwellender toter Bäume. Haben wir auch gesehen. Oh, da eine leergeräumte Red Rocket Tankstelle. Was für ein spannender Ausflug das doch ist. Oh, und zu allem Überfluss haben wir auch noch einen unheimlichen Glatzkopf in der Gruppe. Der starrt mich ständig an. Behalt dein Auge bei dir, du Perversling. Tag 15. So nah und doch so fern. Endlich sind wir nur noch einen Steinwurf von Appalachia entfernt, aber da draußen tobt ein Strahlensturm. Wir sind den ganzen Tag lang durch dieses alte Eisenbahntunnel gegangen und jetzt können wir erst raus, wenn der Sturm vorbeigezogen ist. Ich werde mir ein schönes Plätzchen suchen und die ganze Lauferei mit einem Nickerchen vergessen machen. Tag 15, Nacht. Okay, das ist jetzt irgendwie krass. Plötzlich sind diese Typen aufgetaucht, bis an die Zähne bewaffnet. Dann haben sie einfach nur rumgesessen und mit diesem komischen Doktor geplaudert. Alle wirken nervös, sogar die Wache. Moment mal, sie haben ihm seine Knarre abgenommen. Was zum Teufel ist hier los? Oh Scheiße, sie haben mich gesehen. Wenn jemand das hier findet, hilf uns. Ich glaube, ihr seid alle tot. Ist ja ärgerlich. So, das nehmen wir mal mit. Ich denke mal, dass sie alle tot sind. Naja, gut. Ich war zum Glück nicht hier, also nicht mein Problem. Wir müssen Ares folgen. Hier geht's nicht durch, ne? Ach, wir hätten... Ah ja, okay. Wir hätten auch... Oder wäre noch da reingekommen. So. Hallo, was haben wir da rum? Da ist ein Hund. Hund ist tot. Ist ja ärgerlich. So. Hier haben wir noch einen Zettel.
Verdammter Strahlensturm. Strahlensturm, so rum. Gottverdammter Strahlenstürme. Bei den Reisen bin natürlich ich dran, wenn es... Alter, was ist denn jetzt mit dem Lesen los? Wenn es sich die Mutter allgrün leuchtenden Todeswolken über dem Moor gemütlich macht, wir müssen kampieren, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich bin schon fix und fertig, weil ich in den letzten beiden Wochen den Babysitter für diese riesige Gruppe spielen musste. Klar, Joe wird sich über das ganze Geld freuen, aber sie muss sich ja auch nicht mit kriminellen, hochnäsigen Händlern und diesem Sonderling von Doktor rumschlagen, der ständig dabei ist. Wenigstens ist niemand verloren gegangen, wenn ich es schaffe. Dass alle in der Nähe des Camps bleiben, wird sich das auch nicht ändern. Castano. Achso, wir sollten den Zettel bestimmt wieder mitnehmen, ne? Jo. Jo, wir gehen gleich zu Paladin. Was haben wir sonst noch Schönes? Hier war das mit dem Hund. Der hat da bestimmt noch wieder Fleisch. Dankeschön dafür. Und hier oben haben wir noch eine Schnipper gefunden. Die Patrouille nehme ich gerne mit. Die Sniper lasse ich liegen. Auch ne, komm. Wir können sie verwerten. Gibt uns wieder ein bisschen was. So, Paladin, wo bist du? Da. Anscheinend warst du gründlich. Abend, Danny. Bist du bereit, zu besprechen? Ah, da kommt ihr also her. Hallo, Danny. Schön, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, hier ist alles, was ich gefunden habe. Ausgezeichnet. Ich nehme alles an mich. Lass mich sehen, was du gefunden hast. Ich muss das nur eine Minute überprüfen. Ist das so? Musst du das eine Minute überprüfen? Ich muss mich erstmal strecken. Holt die Entschlüsselungsringe raus. Was? Zeit für Detektivarbeit. Ach so. Verstehe. Das ist beunruhigend. Dieser Name, woher kenne ich den? Meiner ist... Wait. Ich wollte dich darauf hinweisen, dass im Verhältnis zu den anderen Stream deiner ziemlich leise. Ui, jedes Mal, wenn ich im Schnitt reingucke, ist der sogar ziemlich laut. Wait, wo haben wir denn Fallout? Danke für den Hinweis. Wir können ihn noch ein bisschen lauter machen. Wir haben jetzt 8,9 drin. Aber danke für den Hinweis, Danny. Komme ich jetzt rein ohne Probleme oder bin ich wieder auf dem Desktop? Nein, ich bin drin. Ist das so jetzt angenehmer? Ja, wir sprechen. Cassie gehörte offenbar wirklich zu dieser Karawane. Aber ich denke, wir sollten die Beweise gemeinsam durchgehen. Vielleicht lag ich falsch und Blue Ridge war doch nicht beteiligt. Wir sollten uns einig sein. Also wo willst du anfangen? Das ist mir eigentlich völlig egal. Wir müssen ja eh irgendwo anfangen. Ja, es war wohl bis zum Schluss ein Routinetrip. Etwas zwang sie, hier ihr Lager aufzuschlagen. So nahe am Ziel. Ja. Nicht ganz. Das wäre zwar schlüssig, doch die Hinweise besagen etwas anderes. Der Strahlensturm zwang sie, hier Halt zu machen. Eine große Gruppe aus Zivilisten und Händlern mit nur einer Wache. Leichte Opfer. Wir sollten darüber reden, wie sie verschwunden sind. Ja, offenbar haben wir hier einen Bericht über ihre letzten Momente. Eine Gruppe bewaffneter Fremder ist aufgetaucht. Das denke ich auch. Cassies Beschreibung und dem von dir gefundenen Brief zufolge waren das wohl diese Hellcat-Söldner. Es ist ungeheuerlich, wie viele Leute sie insgesamt entführt haben. Allein diesmal waren es fast 15. Hör mal, ich bin total am Arsch. Kannst du mir einfach sagen, was du herausgefunden hast? Bist du sicher? Wir sollten einer Meinung sein, bevor wir aktiv werden. Wie aufmerksam von dir. Oh. Ich bin mir sicher. Sag mir einfach, was du herausgefunden hast. Also, ich bin zu folgenden Schlüssen gekommen. Die Karawane wurde wohl von den Hellcat-Söldnern überfallen, gegen die du gekämpft hast. Laut dem Ladungsverzeichnis war immer ein Dr. Blackburn dabei, wenn jemand verschwand. Auch beim letzten Mal. Die Beweise deuten auf eine ganz klare Antwort hin. Also, ich komme. Dr. Blackburn hat die Hellcat-Söldner angeheuert, um Leute auf dieser Route zu entführen. Offenbar waren sie anfangs vorsichtig,
haben dann aber bei einem Strahlensturm eine ganze Gruppe entführt. Ein bedauerliches Ende.